Haben Sie das auch schon mal erlebt? Sie denken drüber nach, Gold zu kaufen, trauen sich aber nicht und dann, wenn Sie sich trauen, ist der Kurs schon wieder komplett davongelaufen. Es geht um sogenannte Trends, wie erkenne ich die? Darüber wollen wir sprechen mit Michael Bloss vom Wealth Management der Commerzbank. Das ist, denke ich mal, zunächst die wichtigste Frage für den Privatanleger. Wie kann der erkennen, dass hier oder dort ein Trend geboren wird? Also große Trends erkennt ein Privatanleger im Regelfall erst, wenn er schon einen Drittel gelaufen ist. Nämlich dann, wenn die Medien aufspringen, wenn die Berichterstattung deutlich zunimmt. Und wenn es ja in aller Munde ist, dann erkennen die im Regelfall die normalen Privatanleger, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Trends und mit Börse und mit den Märkten beschäftigen, in welche Richtung ein Trend verläuft. Sehr gut informierte Privatanleger, die sich auch jeden Tag mit dem Thema beschäftigen, sind meistens schon etwas früher dabei. Sind sozusagen Geburtshelfer des Trends, weil das sind die Ersten, die wirklich auch Risikokapital für einen Trend geben. Die spannendste Frage jetzt natürlich ist, wo sehen Sie denn einen aktuellen Trend? Wo wird denn gerade einer geboren? Im Augenblick haben wir zwei Trends, die laufen. Das ist zum einen mal der Megatrend im Bereich der Rohstoffe, vor allem hier auch im Bereich des Goldes. Warum im Bereich des Goldes? Ganz klar, wir haben die Probleme auf der einen Seite mit den Länderrisiken, mit den Ratings. Das heißt, Gold als Aufbewahrungsinstrument, als Wertsicherungsinstrument. Zum zweiten haben wir eine unheimliche Nachfrage, hauptsächlich aus den asiatischen Ländern. China ist da zu nennen. Das ist nicht nur beim Gold, das ist auch bei den Agrarrohstoffen. Also hier haben wir einen Megatrend. Megatrends grenzen sich von normalen Trends dahingehend ab, dass sie viel, viel länger laufen. Im Regelfall zwischen 18 und 20 Jahre. Zwischen ein normaler Trend zwischen 5 und 7 Jahre anhält. Das Problem ist ja jetzt aber in der Tat das Timing-Problem. Wir haben es schon angesprochen, Sie haben gesagt, der Privatanleger kennt es erst, wenn ein Drittel schon gelaufen ist von diesem Trend. Gibt es irgendwo an irgendeiner Stelle eine goldene Regel, um da früher auf den Zug aufzuspringen? Nein, gibt es nicht. Das wäre sehr, sehr einfach. Da könnte man ja fast alles mitnehmen. Es gibt ganz, ganz viele Trends, die bleiben einfach in den Kinderschuhen stecken, weil die Risikokapitalgeber fehlen, weil diejenigen fehlen, die sagen, ja, ich traue diesem Trend und springe darauf auf. Und das ist einfach das Problem, dass Privatanleger da einfach auch oft nicht die Liquiditätsdecke haben, um so einen Trend wirklich begleiten zu können von Anfang an. Die Medien haben Sie schon angesprochen. Sind die in der Tat so eine Art Katalysator, um das ganze Thema dann so richtig erst zu pushen? Katalysator ist ein wunderschönes Wort dafür. Ja, das sind sie. Denn sobald die Medien eintreten in die Thematik, sobald die Berichterstattung zunimmt, ob das jetzt im Fernsehen, in Interviews wie diesen oder dann auch in den Printmedien ist, springen natürlich sehr, sehr viele Investoren drauf. Auch Institutionelle, also das sind nicht nur die Privatanleger, die dann erst manchmal aufwachen, sondern auch viele Institutionelle, die haben einfach gedacht haben, naja, wir schauen mal zu, wir warten mal ab, wir schauen, wie es sich entwickelt und dann auf einmal sind sie alle da und dann haben sie einen großen Trend. Sie wissen, ich stehe immer auf ein Fazit, auf eine Faustformel, auf eine goldene Regel und deshalb als letzte Frage, was sollte der Anleger schlussendlich dann von all dem beherzigen, wenn es denn um Trendfolgen geht? Er sollte beherzigen, dass er Mut hat, einem neuen Trend zu folgen. Ja, das Neue braucht immer Freunde, da muss man auch mal draufspringen, da muss man auch mal Geld investieren, das weg sein kann. Und der zweite Punkt ist der, dass man einen Trend auch aussetzt, sich durch die Vola-Schwankungen im Trend nicht verunsichern lässt und auch zum Trend steht, aber auch rechtzeitig aussteigt, weil Gordon Gekko hat immer gesagt, Gier ist gut, das ist schon richtig, aber irgendwann muss man auch der Gier Einhalt gebieten, da muss man einfach sagen, das sind meine Ausstiegsmarken, jetzt ist es in Ordnung, selbst wenn der Trend dann noch 10-15% weiterläuft, man muss dann rausgehen. So ist es an Gewinnen, ist noch niemand gestorben, heißt es auch so schön. Michael Bloss vom Wealth Management der Commerzbank hier am Mikrofon bei uns, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.